Dem, 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 dem. Hallo, begrüße euch bei einem neuen Video. Bahnsteig 1, Baureihe 10, Schnellfahrlokomotive mit dreiachsigen Umbauwagen, Gleis 1, T3 mit zwei preußischen Personenwagen. Aber festgestellt, die T3 ist anfällig auf Verschmutzungen. Das heißt, wenn die Schienen leicht staubig derzeit zu staubig sind, beziehungsweise der Stromabnehmer der Lokomotive leicht verunreinigt ist, kommt es zu leichten Aussetzern. Also soll, wenn jemand eine T3 hat, die öfters streikt, dann öfters mal die Schienen reinigen. Vielleicht liegt es daran, erstens. Und zweitens, sicherheitshalber, mal den Schleifer, den Kontaktschleifer, öfters bitte Lokomotive mit einem weichen Tuch abreinigen, dann kommt es vielleicht bei manchen Lokomotiven oder bei den meisten Lokomotiven nicht zu Aussetzern oder beziehungsweise bei Personenwagen mit Strom, ab dem man Personenwagen mit Innenbeleuchtung, sprich die Stromabnehmer besitzen, sollte man die Stromabnehmer, also die Schleifer, Kontaktschleifer, auch öfters mit einem weichen Tuch reinigen, beziehungsweise die Schienen öfters reinigen, weil wenn zu viel Staub oder zu viel Staub auf dem Kontaktschleifer der Fahrbetrieb auf der verunreinigten Schiene aufgesammelt wird, kann es zu Kontaktschwierigkeiten kommen. Das heißt, die Lokomotive fährt nicht oder sie fährt ungleichmäßig, sie ruckelt. Also öfters mal die Kontakte, wie gesagt, bei Lokomotiven und beleuchteten Waggons mal abreinigen mit einem weichen Tuch, Mikrofaser oder Baumwolltuch. Abreinigen, Schienen öfters jetzt nicht mit einem Tuch, aufgrund der Größe der Anlage nicht mit einem Tuch oder anderem abgedeckt werden können, sollte man regelmäßig frischerweise mit einem Schienenreinigungswagen oder mit einer Größe der Anlage, also auf alle Fälle mit einem oder mehreren Schienenreinigungswagen regelmäßig die Schienen reinigen. Ja, und wie vorhin auch mehrmals erwähnt, die Lokomotiven, die Kontakte, vor allem bei Wechselstromlokomotiven, Kontakte öfters prüfen und gegebenenfalls mit einem weichen Tuch, durch sogenannte Mikrofaser oder Baumwolltuch oder alten Baumwoll-T-Shirts, die man nicht mehr braucht, zerschneiden und mit denen vorsichtig die Loks rein. Ich weiß, einige haben eine ziemlich große Loksammlung, da wird das sehr mühselig. Also am besten, man holt sich da jemanden im Teamwork und überprüft sicherheitshalber sämtliche Kontakte der jeweiligen Lokomotiven, egal welcher Loktype oder wie alt die Lokomotiven sind, öfters reinigen lassen, entweder komplett durchreinigen lassen bei Bedarf beim jeweiligen Hersteller oder notfalls zwischendurch doch öfters mal die Kontakte, wie eben einfach erwähnt, prüfen und reinigen, notfalls, falls sie zu stark abgefahren sein sollten durch den vielen Gebrauch, Kontakte öfters reinigen, notfalls beim Hersteller tauschen lassen oder wenn man das selber technisch versiert ist, kann man sie auch selbst tauschen oder sicherheitshalber auch beim Hersteller einsenden und tauschen lassen. Dann sollte die eine oder andere Lokomotive gleichmäßiger fahren, wahrscheinlich fährt sie dann und nicht andere Probleme vorliegen, dann gleichmäßiger und die Wagen leuchten dann gleichmäßiger und es kommt bei dem Wagen nicht so sehr zu Wackelkontakten.
dass die Wagen leuchten durchgängig auf der ganzen Anlage, sofern sie nicht Uraltwagen sind und nicht in Kontakt mit der Flüssigkeit in der VK-Beilung vorhanden sind, dann sollte man das ausmerken. Und eines beim Kauf, folgendes, die meisten Anlagen werden ja logischerweise mit Wechselstrom betrieben, aber es gibt vermutlich auch wie bei Trix oder anderen Fabrikaten auch Gleichstromfabrikate. Das heißt, wenn man eine Wechselstromanlage betreibt und man verkauft die Waggons gebraucht über irgendeine Internetplattform und nicht bei Fachhändler, sollte man prüfen, ob die Waggons auch wechselstromtauglich sind. Das heißt, wenn es beim Überqueren der Weichen Probleme gibt, das heißt, Zug bleibt stehen, Licht geht aus, etc., da kann es sein, dass manche Marken von Haus aus, wenn man mit Wechselstrom fährt, die Sicherheitshaber vom Hersteller, beim Fachhändler, diese zum Fachhändler bringen und fragen, ob er sich mit dem Radsatz bei wenigen Wagen um Gleichstrom-Radsätze handelt. Ich gehört aber da bei einem Modelleisenbahner, dass ein bestimmtes Fabrikat Probleme verursacht, vor allem die Waggons von einer bestimmten Firma beim Fahren auf der Anlage Probleme bereiten, könnte es sein, vermute ich, dass es sich vielleicht, dass es sich ja um einen Waggon handelt und nicht um eine Lokomotive, ein Radsatz vielleicht mit ein Fehler im Radsatz vorhanden sein könnte. Das heißt, dass die Firma Lux vielleicht auch nicht nur gleich, sondern auch Gleich- und Wechselstromprodukte produziert. Das heißt, wenn ein Gleichstromfahrzeug, wie ein ganz erwähnt, über eine Weiche fährt, das ja magnetisch unter Strom steht, kann es durchaus passieren, dass der Radsatz genau an dieser Weiche dann einen Fehler verursacht. Also ein Tipp, wie gesagt, Fahrzeug bei Sicherheitshaber nur beim Händler kaufen, nicht zwangsweise beim Internet. Beziehungsweise wenn man Internet kauft, sollte man sich logischerweise immer erkundigen, da die, wobei Freunde ja alle wissen, welche Spurbreite sie fahren, auch darauf achten, falls sie im Internet Zusatzteile kaufen, die Waggons von Fahrzeugen, ob dabei steht, ob sie für Gleich- oder Wechselstrom geeignet sind. Also bei Fachhändlern oder auf internationalen Eisenbahnmessen kauft, sollte man fragen, sofern es nicht um das Produkt handelt, das man eigentlich am ehesten sammelt. Also wenn man eine Mischung von mehreren Fabrikaten hat, die man im Internet zukauft, immer prüfen beim Einkaufen, ob Gleich- oder Wechselstromradsatz am Wagen draufsteht. Sonst könnte man unliebsame Überraschungen haben, wie ich zugefährt nicht. Und das wäre dann schade an der schönen Waggons. Egal welches Produkt es sich handelt, immer auf die Polarisierung, sprich Radsatz achten. Das ist sehr wichtig. Weil ich fahre seit Jahren Märklin und wenn ich Tricks-Produkte auf Märklin-Schienen stellen möchte, muss ich die Radsätze jedes Mal tauschen und sie überhaupt fahren. Das macht dann meistens im Fachhandel, beim Einkauf, im Geschäft der Fachhändler. Der weist dann einem darauf hin, wenn man etwas anderes kauft als das gängige Produkt, dann wird einem der logischerweise darauf hinweisen, ob man den richtigen Radsatz auf der Lok bzw. auf dem Wagen drauf hat. Und wie gesagt, Zufall, das technische, welche technische Erklärungen und beim Anschauen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, das Video mit der 103 Passewahlwagen wird sich vermutlich auch im nächsten Jahr etwas verschieben, da ich bei meiner 103 aus irgendeinem Grund technische Probleme vermute, die sich
angebahnt haben. Da hat der Lok leider Gottes einige Zeit längere Zeit vermutlich mit wenig Öl fuhr, hat sich da vermutlich ein technisches, globales Problem angebahnt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt die Waggons vom Basisfall haben sollte, kann es da sein, dass das Video, das angesprochene Weihnachtsvideo, angesprochene Basisfallvideo, dass es dauern wird.